was mir schon seit längerem tierisch auf die Nerven geht, ist die Tatsache, dass irgendwann jeder Schauspieler, Comedian, Fernsehmoderator auf die großartige Idee kommt, er müsse mal seine anderen kreativen Leidenschaften der Öffentlichkeit zeigen. Und dann wird er Musiker, nimmt eine Platte auf, gründet eine Band, ein Projekt oder so und wartet von seinen zurückgebliebenen mongoloiden Fans, dass er die Scheiße einfach bedingungslos kauft. Und dann kaufen sich die Kacke und hören die genau einmal an, weil das kaum zu ertragen ist. Mann, warum bist du nicht damit berühmt geworden mit der Scheiße? Weil du es nicht kannst. Aber du denkst, du musst es jetzt auch mal machen, ne? Und dann nennt man sich so Zwieback und Tee. Was ist denn das überhaupt für eine Scheiße? Serdar Somuncu, hä? Früher noch irgendwie Politkabarett mit Volker Pispers gemacht und jetzt auf einmal so eine Projektscheiße. Für 19-Jährige mit Mitte 40. Wie traurig ist das eigentlich? Ich würde mir die Kacke nicht kaufen. Auf gar keinen Fall. Mann, Alter. Und wer ist denn der andere Typ, mit dem du da zusammen rappst? So ein Assi aus der Schulzeit, der sich vor einem halben Jahr gemeldet hat. Ey, Serdar, wir haben zusammen früher in der Schule immer Bon geraucht. Lass uns mal ein Projekt starten. Alter, der Typ will deine Kohle haben und deine Bitches knallen. Das ist alles, was er kann. Der wohnt in seiner Hartz-IV-Bude und wichst jeden Tag 10-mal for YouPorn. Und jetzt hast du ihn an der Backe, den Pisser. Hat man davon, ne? Wenn man immer nur mit den Arschlöchern rumgehangen hat früher. Ich würde es mir nicht kaufen. Mann, ist das alles traurig. Ich meine, ich mach's auch nicht anders. Ich nehme seit Jahren Platten auf, die irgendwie ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung kauft. Und die anderen lachen alle drüber. Mein Geld verdiene ich damit, dass ich Witze über meinen Pimmel mache für irgendwelche 19-jährigen Arschlöcher, die noch bei ihren Eltern wohnen und mir dann irgendwann schreiben, ey, Olli Schulz hat sich voll verkauft und verraten. Früher war der echt noch real. So eine Pisser, Alter. Was ist das für eine kranke Welt? Wo fahre ich hier eigentlich gerade längs? Zwieback und Tee, Alter. Was für ein Kackname. Zwieback und Tee, wir beide, wir beide, wir beide. Zwieback und Tee, wir beide, wir beide, wir beide. Zwieback und Tee.